Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute gibt es ein weiteres Gespräch im Rahmen meiner Reihe zum 30. Jahr des Mauerfalls. Heute spreche ich mit Sabine Küster. Sabine ist Künstlerin und Autorin. Sie war damals in Fulda und was sie dort gemacht hat und welchen Blick sie auf die DDR hatte, darauf freue ich mich jetzt. Neben mir sitzt Sabine Küster. Ich freue mich, dass du da bist. So ein schöner Einleitungssatz immer, ne? Aber ich finde, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich teilhaben darf an deinem Projekt. Ich bin sehr gespannt. Aber ich möchte jetzt kurz erstmal noch auf dein Musenland zu sprechen kommen. Gerne. Du bist die Ideengeberin vom Musenland. Du lebst im Musenland. Ja. Bist du auch das Musenland? Ich bin die Muse im Musenland. Für manche, für mich selbst auch, aber auch für viele andere, die so durchreisen durchs Musenland. Schön, du beschäftigst dich ja auch mit Biografie und Kunst. Ja. Auch so meine Themen, aber anders. Wie anders? Wie anders? Mhm. Ich habe, mein Biografiebegriff ist, glaube ich, ein sehr weiter, ein sehr experimenteller. Für mich zählt Biografie, gelebte, faktische Biografie, genauso wie erträumte oder fantasierte Biografie. Und ich glaube, dass wir in vielen Welten parallel zu Hause sind. Von daher haben wir ganz viele Biografien. Und ich schaue die auch nicht linear an, von vorne bis hinten, geboren dann und dann und dann und dann und dann und dann, sondern springe auch einfach rein in bestimmte Aspekte oder in bestimmte Themen. Es ist mehr so wie ein Kaleidoskop, was ich mir anschaue. Das mag ich sehr, weil ich ja doch sehr linear schaue, aber auch gern den Begriff Zeit und Raum weiten möchte, was mir aber schwerer fällt. Aber durch deine Arbeit bekomme ich da nochmal so einen anderen Ansatz, der ja auch sehr spielerisch ist und das Ganze auch mit Spaß und Neugier begleitet. Es ist Spiel und es ist Experiment. Und trotzdem hat es eine Ernsthaftigkeit. Mhm. Es geht trotzdem um wirklich sehr persönliche innere Dinge, aber es ist tatsächlich dieses... Die Lust am Spiel steht im Vordergrund mit, weil Spiel kommt von Ritual und hat auch was Heiliges, also das heilige Spiel. Und auch was Heilendes dadurch. Was Heilendes auch. Also für mich ist Biografie, Kunst in der Kombination ist Transformation und Heilung, ja. Jetzt habe ich gerade was im Mund. Das macht aber ja nichts. Aber wir sitzen hier beim Frühstück, ganz gemütlich. Genau. Wir haben ja jetzt 30 Jahre Mauerfall in diesem Jahr und ich hatte, als ich dir von meiner Idee erzählt habe, dass ich verschiedene Menschen dazu befragen möchte, habe ich so gedacht, ich würde dich gern interviewen, aber ich weiß nicht, was du dazu erzählen kannst. Und dann hast du gesagt, du kannst da doch ganz viel erzählen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich da wieder neue Geschichte von dir kennengelernt habe. Was verbindet dich mit der DDR oder was hat dich mit der DDR verbunden? Mich hat ganz viel mit der DDR verbunden. Ich bin ja im Westen geboren und aufgewachsen und war lange Jahre sehr klassisch linkspolitisch orientiert. Mhm. Das heißt, ich war in jungen Jahren auch Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei. Und der Sozialismus war für mich eine ganz große Vision. Sowas wie, da streben wir hin, da ist die Welt besser. Mhm. Und die DDR war für mich, okay, die haben jetzt angefangen, das mal auszuprobieren. Das ist noch nicht so dolle, da gibt es noch viele Kritikpunkte, aber sie sind auf einem Weg in den Sozialismus. Warst du auch dort, sodass du vielleicht auch so einen Blick von innen bekommen hast oder hast du mehr nach außen? Nein, ich war ganz oft in der DDR. Ich war sowohl zu offiziellen Anlässen dort, also auch eingeladen quasi als Schwesterparteivertreterin. Ja. Und habe dann so offizielle Linien mitbekommen, war aber zeitgleich auch noch mit Menschen dort verbandelt. Das war eine Geschichte, die ging eher über die Kirche. Mhm. Und da gab es private Brieffreundschaften. Und ich habe die Menschen auch zum Teil getroffen im Osten. Und das war dann tatsächlich das, was manchmal auch kollidierte in mir. So die offizielle Linie und mein Sozialismus. Und dann Menschen zu begegnen, die vielleicht auch eine sozialistische Grundidee hatten, aber nicht parteikonform waren. Mhm. Also es gab schon auch sehr viel, ich war noch sehr jung, ich war 20 ungefähr, und es gab schon sehr viel Konfusion auch
in mir. Aber es gab dieses, der Osten ist die bessere Welt. Und was war für dich daran besser? Die Idee, gemeinschaftlich zu leben, das Hochhalten von Kunst und Kultur, dieses Streben nach, ja, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, ja, Aufbau einer utopischen Gesellschaft. Ich habe das weniger mit Marx und Kapital und so in Verbindung gebracht. Das lief schon auch parallel mit, aber für mich war immer, ja, das sind bestimmte Phasen, die durchläuft man, um zu einer wirklichen Utopie zu kommen. Ich war da sehr idealistisch. Ja, ich bin gerade bei den Worten Utopie und Idealismus. Ich versuche gerade irgendwie so rauszufinden, was die Worte auszeichnet, beziehungsweise was sie anders macht. Also Idealismus ist für mich der Glaube daran, dass wir Menschen eigentlich Gutes in uns tragen und nur den richtigen Weg brauchen, um es nach außen zu transformieren. Und Utopie, also wenn ich sage, heute lebe ich im Musenland, dann ist das eine utopische Welt. Ja. Eine Welt, in der Menschen befreit sind von äußeren wie inneren Zwängen. Wo hat jede, Utopie jeder auch sein was kann. Unerreichbares? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es wirklich unerreichbar ist, aber ich glaube, es ist ein hartes Stück Arbeit. Ja. Und es geht vielleicht tatsächlich erstmal nur im Kleinen. Also die Aufgabe, eine Utopie zu leben, ist für eine ganze Gesellschaft, für ein ganzes Land vielleicht tatsächlich unerreichbar zu groß. Da geht es darum, das wieder runterzubrechen auf kleine Gemeinschaften. Und wenn die dann nebeneinander, jede für sich, ihre Utopie lebt, dann ist auch wieder sowas wie ein utopisches Land entstanden. Aber es muss dann nicht für alle die gleiche Utopie sein. Aber das sage ich aus meiner heutigen Sicht, das hätte ich mit 20 noch nicht sagen können. Da war ich der Meinung, für alle gilt die gleiche Utopie. Und das war die Utopie des Sozialismus. Gepaart mit ein bisschen Anarchismus vielleicht, aber schon die Richtung. Wie bist du da hingekommen? Das ist eine ganz einfache Sache. Es ist ein bisschen Rebellion, aber ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und es gab gar nicht so viel. Wenn man so ein Gefühl hatte von, ich will ein bisschen mehr als einfach nur arbeiten gehen und normales Leben führen, dann kam man relativ schnell bei uns A zur Kirche, die damals dort in der Jugendarbeit sehr linksorientiert war. Der nächste Schritt war Friedensbewegung und da die größtenteils getragen wurde von Leuten auch aus der DKP, war auch dieser Schritt für mich eigentlich ziemlich zwangsläufig. Das waren die Menschen, mit denen ich friedensbewegte Arbeit gemacht habe. Die waren zur Hälfte in der Kirche und zur anderen Hälfte in der Partei. Ich hatte überall meinen Beitritt, wie heute auch. Wieso soll ich mich entscheiden? Ja, das stimmt. Durch der Beides kann alles, haben. Ja. Genau. So bin ich da hingekommen und da ich sehr sehr engagiert war, wenn ich irgendwo bin, dann mache ich ja auch gerne, ich bin Macherin, war ich dann auch relativ schnell Vorsitzende der Ortsgruppe und Vorsitzende der Frauenabteilung und so kam ich dann eben auch zur offiziellen Einladung in die DDR. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, weil bei uns wurden dann in den Nachrichten, in der aktuellen Kamera hieß das, glaube ich, da kamen dann immer die Bilder von den ganzen Friedensbewegungen. Ja. Daran erinnere ich mich noch, ja. 80er, weil das war so das Verbündende. Genau. So nach dem Motto, seht mal, die wollen, also die da wollen, sind die ganzen Menschen, die auch Frieden möchten. Ja, die auch Frieden möchten. Und umgekehrt war der Blick eben von uns Friedensbewegten, nicht von allen, aber von vielen. Ja, und da drüben sind sie doch einen Schritt schon weiter. Ja. Es ging ja nur darum, da ist jemand, ist schon auf dem Weg und wir stehen so und wollen losgehen. Das war vielleicht einfach so der gefühlte Unterschied. Was hat es mit dir gemacht, als das quasi so kaputt gegangen ist, als die Mauer einstürzte, was ja mit viel Freiheit für viele Menschen verbunden war? Ganz aber schwer. Jetzt geht ja da auch was kaputt, könnte ich mir. Ja, also ich war sehr jung. Ich war auch auf eine bestimmte Art und Weise sehr arrogant, würde ich heute sagen. Ich fand es ganz furchtbar. Ich weiß noch den Abend, als es dann im Fernsehen kam, die Mauer ist offen und da habe ich den Fernseher oder haben wir in unserer Wohngemeinschaft den Fernseher dann ausgemacht, weil das war unvorstellbar eigentlich. Und zwar
Nicht, dass die Mauer dann offen war, weil das war was, was mich von Anfang an auch gestört hat an dem DDR-Sozialismus, diese nicht vorhandene Reisefreiheit. Aber Mauer auf und reisen können, wunderbar. Aber Mauer auf und das Land oder die Gesellschaft in Frage stellen, fand ich unglaublich. Habe ich nicht Wusstest du das an dem verstanden. Abend schon, dass Ja, das damit in Frage? das kam relativ schnell. Also wenn man ein bisschen politisch geschult war und die Reden dann der Westpolitiker gehört hat an dem Abend und die Menschen dann, die in ihren Autos dann interviewt wurden und so, war relativ schnell klar, was sie wollen. Und sie wollten eben nicht Reisefreiheit und ihr Land neu gestalten. Sie wollten eigentlich viele oder die gezeigt wurden, wollten eben, ja, jetzt wollen wir zur BRD gehören oder jetzt wollen wir, dass es ein Deutschland gibt und dass dieses eine Deutschland nicht ein sozialistisches wird, das war mir an dem Abend schon klar. Krass. Und Weil ich war ja auch ja. sehr jung und ich war damals dann noch so in der Nachwendezeit auf vielen Demonstrationen, die sich für einen eigenständigen Staat einsetzten, für Veränderungen, oder auch für radikale Veränderungen, aber nicht für die Vereinnahmung. Nein, Also das die stimmt, gab das war es schon ja auch. klar, dass es so eine Verein, dass es da, ja, dass es die Tendenz oder diese Bewegung gab. Aber trotzdem gab es immer noch Menschen, die dann gesagt haben, das nicht, wir wollen was anderes. Die Aber sind mir natürlich an dem Abend im Fernsehen nicht nicht. entgegengekommen und die nächsten Tage, dazu muss ich sagen, ich habe in Fulda studiert, also sogenanntes Zonenrandgebiet, ganz nah an der Mauer. Und dann kamen unendlich viele Menschen aus Thüringen, aus den Dörfern, aus den kleinen Städten nach Fulda geflutet. Und jetzt bin ich ganz böse. Sag. Also, dass die nicht irgendeine Gesellschaft reformieren oder aufbauen wollten, war relativ schnell klar. Die wollten einkaufen gehen. Und das war das, was mich, glaube ich, schockiert hat. Weil da war dann plötzlich der reelle Mensch und nicht mehr meine idealisierte Form von Mensch. Das waren Menschen, die wollten, genau wie die Westdeutschen auch, mehrheitlich, die wollten einkaufen gehen. Das ist ja Das Kapitalismus ist pur, der ne? Kapitalismus pur. Und dann ist Fulda eine kleine, relativ kleine Stadt. Und dann waren, die Straßen waren verstopft von Trabis, alle Läden waren leer gekauft und ich fand das nur furchtbar. Und dachte mir so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Relativiert sich dann nach und nach, als ich dann Menschen kennengelernt habe, die sehr wohl noch an einer anderen Gesellschaft auch interessiert waren. Es kam dann ein paar Tage später, kam auch Barbara Thalheim zum Beispiel, die Sängerin, kam nach Fulda und hat mit uns zusammen ein Friedenskonzert gemacht. Und aber die ersten 2, 3 Tage war das für mich Zusammenbruch und so eine komplette Desillusionierung, weil der bessere Mensch, ja, ist eben sowas, was nur im Kopfkino funktioniert. Menschen sind unterschiedlich und es gibt viele Menschen, die wollen sich gar nicht mit Politik, Frieden, irgendwas beschäftigen. Die wollen, dass es ihnen gut geht, und wollen einkaufen gehen, wollen reisen und es ist mir schwer gefallen, das damals so anzunehmen, dass es eben so ist, dass der Mensch aus Thüringen nicht anders ist als der aus Fulda, in der Mehrheit erstmal im Mainstream unterwegs. Und da war ich böse, Und ganz ich habe mich böse. so fremd geschämt. Das hatte ich damals schon. Okay. Das, und ich habe auch Berlinert und habe dann so versucht, meinen Berliner Dialekt mir Ja. abzugewöhnen, damit ich ja nicht als Ossi auffalle. Gell? Und wenn ich irgendwo war, habe ich immer gesagt, ich komme aus Berlin. Und dann musste man ja nicht gleich erklären, ob aus West oder Ost. Das Dann wurde man stimmt. gleich eingesortiert. Und da habe ich versucht, mich immer so zu verstecken, weil Ja, mir das das kann ich verstehen. wirklich das so peinlich war, diese Das Massenwanderung, hatte, dieses Masseneinkaufen. es ist ja nichts anderes als heute. Also heute muss ja nur bekannt gegeben werden, irgendein Supermarkt eröffnet um Mitternacht eine neue Filiale und alle stürmen dahin, trampeln sich fast tot, um irgendwas einzukaufen, was sie nicht brauchen. Und so war es eben. Das war mein erstes Gefühl, diese 2 Tage. Warum? Warum ist es jetzt so wichtig, Shio-Chips zu kaufen oder an jedem Waschmittel zu riechen, ob es nach Lavendel oder Schnökendöken riecht? Das fand ich ganz schwer. Hast So, du Mauerfall, mein Erlebnis. ja, hast du das dann für dich verabschiedet oder hat sich deine Utopie oder deine Vorstellung verändert mit den Jahren? Mit den Jahren habe ich mich verabschiedet von dieser parteiorientierten Sozialismus-Idee. Und da habt ihr heute auch eine sehr kritische Position zu. Also es ist
Wenn ich heute würde ich sagen, das war alles auch wenig utopisch in der Partei. Das war schon alles auch sehr reglementiert, wie man zu sein hat und was richtig und falsch ist. Also da nehme ich heute großen Abstand. Aber von der Utopie habe ich mich gar nicht verabschiedet. Also nach wie vor finde ich, einen freien Sozialismus ist einfach die höchste Utopie, die wir haben können. Und ich glaube, das vereint sowohl bestimmte libertär-anarchistische Ansichten, wie feministische Ansichten, wie queere Ansichten, wie auch ein Urchristentum. Es geht einfach um Freiheit des Menschen in Gemeinschaft. Das ist mein Thema trotzdem immer. Und ich glaube, es ist gut, es einfach zu leben und nicht so viel Gedanken sich drum zu machen, über welches Parteiprogramm und wie Ja. heißt es jetzt, welcher Stempel muss drauf. Und du lebst es ja auch in der Musenland. Also Ja, es ist für was ich mich so schön sowas. find, dabei finde, ist auch, dass du den Menschen, also die sich darauf einlassen können, die du einlädst, den Blick zu weiten und Ja. auch sich auf ja, ganz fremde Sachen einzulassen, aber auch auf sich selber einzulassen, auf eine andere Art und Weise. Ja. Ja, das Und finde ich. einlassen ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und wer sich nicht einlassen mag, es ist so, Ja. wird andere Wege gehen. Aber die, die sich einlassen wollen, freue ich mich immer, wenn ich denen begegne. Ich freue mich, dass du dich auf mein Gespräch eingelassen hast. Gerne, total Und wenn das gerne. für dich in Ordnung ist, würde ich dir auch schon gerne die letzte Frage stellen. Ja. Die stelle ich allen. Was möchtest du aus speziell diesem Teil deiner Biografie oder aus diesen Erfahrungen den Menschen mitgeben auf den Weg? Ja, es knüpft an meine letzten Sätze gerade. Ich möchte den Menschen mit auf den Weg geben. Ihr seid viel freier, als ihr euch selbst gestattet, frei zu sein. Ich glaube, Freiheit wohnt in uns und wir müssen Schritt für Schritt einfach nach draußen gehen und diesen Kokon abstreifen und auch uns dann wieder zurückziehen in einen Kokon. Aber wir sind per se erst einmal freie Menschen. Ich glaube an die Freiheit des Menschen. Und die Freiheit des Denkens auch, ne? Und die Freiheit des Denkens vor Und allem. das Also zeigst du. gedankliche Freiheit ist die Grundvoraussetzung. Und auch die Freiheit der Gefühle, die wir lernen müssen. Und für mich inzwischen ist es auch kein Widerspruchspaar mehr, Freiheit und Sicherheit oder Freiheit und Bequemlichkeit. Auch das ist legitim. Spannend, ich hänge gerade so Ja, noch da drin. also je freier wir in dem sind, wie wir tatsächlich sind. Ich glaube, dass jeder Mensch ist anders. Und deshalb glaube ich heute eben nicht mehr an diese großen Freiheitsbewegungen, Utopien, weil die schnell dazu neigen, etwas vorzugeben. Das ist richtig, das ist falsch, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Sondern ich sage, nein, für dich ist Freiheit was anderes als für mich. Du gehst deinen Weg der Freiheit, ich gehe meinen, wir gehen parallel, wir begegnen uns, wir haben Schnittmengen. Und das ist das, was ich mitgeben möchte. Bitte schaut, was ist eure Freiheit? Wo seid ihr frei und wie wollt ihr diese Freiheit leben? Vielen, vielen Dank. Gerne. Das ist schön. Ja, wir nehmen die Freiheit mit. Die Freiheit in uns. Freiheit in uns, genau. Ja, Nehmen danke wir schön, mit. Sabine. Sehr, sehr gerne. Ich danke. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Das war eine weitere Geschichte im Rahmen meiner Gesprächsreihe. In diesem Jahr 2019 ist das 30. Jahr des Mauerfalls. Aus diesem Anlass spreche ich mit verschiedenen Menschen und frage nach ihren Erfahrungen. Mich interessieren die Zwischentöne, aber auch, was die Menschen uns mit auf den Weg geben können. Weitere Gespräche findest du auf meiner Webseite, in meinem Blog oder folge mir auf YouTube, Instagram, Facebook oder Twitter. Vielen Dank.